Die erste Kinderimpfstraße des Landes ist ab sofort im Salzburger Marionettentheater in Betrieb. In dieser schönen und ruhigen Atmosphäre bekommen hier 24 Kinder pro Stunde ihren Schutz vor dem Coronavirus. Das ist ein wirklich schöner Start gewesen, es sind ganz ruhige Bedingungen und es geht ganz geordnet und in schöner Atmosphäre und schönem Setting ab. Und wir haben hier die Marionetten, die uns bei der Nachbeobachtung sozusagen unterstützen. In dem Moment, wo ich erfahren habe, dass der Impfstoff zugelassen ist, haben wir uns angemeldet und das war der erste Termin, den wir gekriegt haben. Die Leute vorne sind wahnsinnig bemüht, haben mich jetzt auch geleitet zurückgenommen, also haben mich auch mitgeimpft für die Boosterimpfung und da habe ich dann das Beispiel vorangehen können. Für mich war es sehr wichtig, nachdem in der Klasse einige positive Fälle vor ein paar Wochen aufgetaucht sind und ein paar hat es wirklich ziemlich heftig erwischt, ist für mich ja, noch einmal so ein bisschen ins Zentrum gerückt, nachzudenken, ob man die Kinder nicht doch jetzt schon impfen lassen sollen. Und nachdem es jetzt die Möglichkeit gibt, da in so einer außergewöhnlichen Location sich impfen zu lassen, was ein zusätzlicher Anreiz natürlich. Das ist überhaupt nicht hektisch, es ist super abgelaufen vom Ablauf. Auch die Terminvereinbarung online hat super funktioniert. Wir haben sehr schöne, sehr charmante Räumlichkeiten, die es sowohl den Kindern als auch den Erwachsenen vielleicht angenehmer macht, dass ein anderes Ambiente auch in Erinnerung bleibt. Wir sind ja leider im Lockdown, das Ensemble, die Puppenspieler können zurzeit nicht spielen und insofern nützen wir natürlich die Zeit und stellen die Räumlichkeiten gerne zur Verfügung.